Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, puh, es ist... Ja, es ist ein Wahnsinn, so muss man mal sagen. Wir sind gestärkt, ausgeruht. Wir haben Heiltränke geteilt mit dem Kerl da unten, der ja dann bald Verstärkung kriegen soll. Ich hoffe, er kriegt Verstärkung. Ich würde es mir für ihn wünschen, dass er nicht so einsam da sein muss. Na, schau, ist schon da, Setzer. Haben wir schon. Sind schon anwesend. Da wird er sich aber freuen. Das ist die Frage, ob wir nach Bericht erstatten müssen. Dem Kerl, wenn ich ihn anfinde. Herr Geralt, wo du sein? Ach hier, Geralt. Diese Outlaws haben vielleicht Nerven. Okay, haben wir schon alles abgeschlossen. Passt. Dann können wir uns ja eigentlich einer neuen Quest widmen. Was war da? Ein Krug. Kleiner roter Stein. Also doch. Ja, nehmen wir aber auch gern mit. Was wollte ich sagen? Neue Quest, ne? Wobei ich mal kurz schauen möchte. Wie lange braucht man jetzt fürs Level Up? Oh, es fühlt sich ja schon langsam. Bitte, geht ja schon vorwärts. Na gut. Also Hauptmission-mäßig tun wir derweil nichts weiter. Ach so, Gefährten. Das ist wieder ein eigenes Kapitel, ne? Elektronik für Falk. Ah ja, genau, das müssten wir auch noch machen, ne? Das ist aber normal nicht so schwer, oder? Okay, ich habe nichts gesagt. Hochleistungsfähige CPU. Ach du liebes bisschen. Gaurudium. Da unten gibt es auch was. Hydraulisches Gelenk und Elix-Batterie. Ja, da kannst du mal die Nase rümpfen. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, ehrlich gesagt. Aber wir könnten es ja mal probieren. Fangen wir doch einfach mal hier bei den Outlaws an. Probieren wir es einfach mal, ne? Ist ja wurscht. Wir machen einfach kreuz und quer die Quests durch. Ist ja wurscht. Begleiter können wir ja nie zu wenig haben. Gut. Wir müssen denn jetzt wohin? Irgendwie da mal ein Stück nach vor. Vielleicht tut sich dann eh schon was auf. Nicht so richtig, ne? Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich glaube eher nicht. Wahrscheinlich wäre es da drüben gewesen. Warte kurz, nochmal Karte schauen. Also, okay. Wenn ich mich jetzt... Okay, das müsste dann hier drüben sein. Hier drüben? Echt? Ja, tatsächlich. Es ist hier drüben und es ist scheinbar da unten. Das heißt... Heureka! So. Wir springen mal runter. Das wollte ich damit sagen. So. Rück. Oh. Eine Ratte. Na, die lassen wir durch am Leben. Ratten sind ja niedlich. So. So, und kann ich da hoch? Geht ja. So, da heißt es, ich muss das jetzt von ihm stibitzen, oder was? Warte mal. Gut erhaltene Konservendose. Okay, warte kurz. Das soll hier irgendwo sein. Was bist du? Ah, hydraulisches Gelenk. Haben wir schon. Super. Den ersten Teil haben wir ja schon. Perfekt. Dann gehen wir zum nächsten. Ich würde sagen, gehen wir einfach so im Uhrzeigersinn, ne? Da würde ich sagen, hier der Konverter von Ethan. Da scheint da oben am Hügel was zu sein. Ich hoffe, das gibt auch viele Erfahrungspunkte. So, also müsste das hier irgendwo sein. Das sind die Berge, ne? Ich glaube ja. Oder? Ja, müsste hier drüben sein. Laufen wir mal ein Stück. Platsch, 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 platsch. Vielleicht finden wir auch das eine oder andere Viech an. Ich habe schon gedacht, das ist schon soweit. Ich muss nur aufpassen, dass wir nach Möglichkeit Häuser und so weiter ausweichen. Wir wissen ja, die sind ungesund.
Ist das jetzt wieder ein Unhold? Na freilich, es ist ein Unhold. Gut. Dann probieren wir mal diesen Unhold auszuweichen. Achso, das ist nur ein Crit. Den können wir weghauen. Es gibt auch ein paar Pünktchen für uns. So, geht ja. 5 Erfahrungspunkte, lächerlich, ne? Naja. Aber ihr wisst sehr Bescheid. Wir nehmen, was wir kriegen können. La 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 la. So, ich will jetzt nur wissen, wie man da hochkommt. Wahrscheinlich nur mit dem Jetpack. Gott sei Dank haben wir das. Gott sei Dank haben wir Jetpack. Verdammt, hat mich der erschreckt. So. Oh, da können wir schon alleine besiegen. Schau mal. Wahnsinn, die werden hier stark. Super. So. Schön langsam wird es ja was. Aha, da sind ganz viele Gegner. Oh. Raptoren oder so sind da. Die lassen wir dabei lieber stehen. Und bevor wir da jetzt weiter marschieren, werden wir mal ganz schnell speichern tun. Aber ganz schnell. So. Ja, bitte. Also sonst haben wir einen ganz schön weiten Laufweg. Und jetzt ist die Frage. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Biest kaufe ich mir. Ich glaube nicht, dass du deine Chance haben wirst. Das wäre so ein Nachtschwärmer, ne? Ja, passt schon wieder. Das habe ich wieder super gemacht. Das habe ich wieder spitze gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt lebend davon komme. So. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier, wenn wir den Berg rauf fliegen, ob wir da dorthin kommen, wo wir hinwollen. Wow. Wenn ich so weitermache, eher nicht. So, bleiben wir da mal stehen. Warten, bis das aufgeladen ist, das Jetpack. Und dann probieren wir die nächste Ebene da oben zu erreichen. So, schauen wir mal. Okay, das klappt nicht so wirklich. Wow, okay. Das geht. Alter, wie eine Bergziege, ne? La 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 la. Es braucht halt lang, bis es auflädt. Es ist halt der Nachteil dran. Kann man hier eigentlich hochgehen? Eher nicht, ne? Schweben geht, aber... Boah, da kommen wir aber schon immer hoch, ne? Darüber vielleicht. Wow. Okay, das hat super hingehauen. Mhm. Geht das? Ja, das geht. Das ist sehr gut. Puh. Na, großartig ist das echt. Aber es scheint da oben zu sein. Also müssen wir rauf. Bleibt er stehen? Eher nicht, ne? Wow. Ja, ja, jetzt bin ich wieder ganz unten, ne? Super, wie das gemacht. Echt super. Ja, vergiss es. Muss man warten. Muss ich schauen, dass ich da weiter hochkomme und da oben, dass ich das da oben dann krieg. Ja, da komme ich überhaupt nicht weiter. Ist auch eine Möglichkeit. Na los, lad schnell auf, du Klumpert. Also wieder hier hin. Das geht, das ist ein bisschen da drüben vielleicht, ne? Noch ein Stück darüber und dann vielleicht. So vielleicht, mal kurz stehen bleiben. Ja, das schaut schon nach was aus. Das könnte schon klappen. Boah, das ist immer noch so hoch. Puh. Aha, da kann er schon gehen. Okay. Okay, vielleicht hierhin. Ja, das klappt schon mal. Das ist sehr gut. Jawohl, haben wir schon geschafft. Puh, okay.
Aber ob das denn im Endeffekt... Ja, Weg ist auch da. Okay. Das ist schon mal echt nicht so schlecht. Da oben müssen wir noch rauf. Okay. So, dann schweben wir noch mal ein Stück. Ja, dahin. Das ist schon mal gut. Ray, geh mir einmal aus dem Weg da. So. Ja, das schaut schon nicht so schlecht aus. Das schaut sogar sehr gut aus. Hey, das ist was abgestürzt, okay. Das dürfte hier irgendwo... Au! Und hier irgendwo... Ach da, da ist es ja schon. Elixit-Batterie. Super. Supi-dupi. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, da ist noch was. Da ist noch mehr Elektroschrott. Ich wollte nämlich mal ein bisschen da umschauen, ob wir vielleicht ein paar Sachen finden, die wir brauchen können. Ja, wenn dann schon so ein Riesenschiff da Bruch landen muss, wäre es doch super, wenn es da was für uns noch zu holen gibt. Okay, das heißt, wir können das schon auch schon mal speichern. Und gehen das nächste Teil an. Vielleicht finden wir auch ein Bettchen, das wäre jetzt ganz toll. Auf jeden Fall, die nehmen wir noch mit. Boah, es ist so schön, ne? Warte mal, das halt... Das müssen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Ja, mal schon mal so einen Ausblick haben. Boah, ha? Schöne weiße Berge. Richtig hübsch. So, Vorsicht. Wow. Ich wollte nur mal schauen. Da gab es scheinbar einen richtigen Trampelpfad nach oben, ne? Den ich ja super gefunden habe. Aber super gefunden. Oh oh. Ah, ein Beißer. Ich glaube, das sind sogar zwei. Ja. Okay, muss mal kurz weg. Nach Möglichkeit irgendwo auf dem Hügel. Mal schnell was trinken. Und geht schon wieder. Okay, die sind schon stärker. Merkt man schon Vollgas, dass die stärker sind. Aber kein, die haben keine Chance gegen Ray. So. Mistviech. Zack, zack, zack. Jawohl, erledigt. Hoppala, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich looten. So. Und der da. Sehr gut. Da, 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 da. Und das Trollkraut nehmen wir auch mit. Prima. Ich vertrödel schon wieder Zeit. Ja. Weil ich das kann. Na gut. Dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück. Hier. Und schauen dazu, dass wir das nächste kriegen tun. Ich wünschte, mein Bruder könnte die Kuppel hier sehen. So große Konstrukte haben ihn schon immer interessiert. Ja. Schaut doch irgendwie toll aus, ne? Aber dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit, mein Freund. Wir müssen was suchen gehen. La 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 la. Dap, dap, dap. Hallöchen. Wir sind nur auf der Durchreise. So. Dann hoffen wir mal. Oh oh. Ray, du darfst auch. Also ein junger Schakal. Das ist nicht schlecht. Das geht. Und hin ist er. Sehr gut. Ah, ich bin schon wieder angeschlagen. Ist ja typisch, ne? So. Dann tun wir das wieder speichern. So. Sehr gut. Und dann schauen wir uns weiter um. Wir müssen scheinbar darüber. Boah, es ist so schön, ne? Die Berge. Lalala.
So, gibt es hier vielleicht den ein oder anderen Kritter? Würde man auch mitnehmen. Den würde man auch verhauen. Ich schwebe da mal drüber, die werden wir nicht so nass. So. Aha, darüber müssen wir. Na, schweben. Das hier schaut schon wieder ungesund aus. Ja, ja. Ich glaube, das sind Alps und solche Viecher daheim. Ja, setzen wir uns mal hin. Ach, na, Spaß. So. Da haben wir so eine Assel wieder. Die machen wir auch kaputt. So. Wegen der Fleisch und so, ne? Da, 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 da. Schlafsack, den werden wir hier sicher auch noch brauchen. Noch eine Felsassel. Tschüss. So. Oh, und passt. Oh, da drüben traue ich mich fast nicht hin. Diese Viecher da wieder, ne? Aber wahrscheinlich ist genau dort im Haus drin das, was wir brauchen. Traue ich mich schon wetten. Schaut nämlich echt fast danach aus. Und ich habe wieder vergessen zu schauen, wie man die Munition wechselt. Alpsoldat. Verdammter Penner! Hui. Ich gehe mal in Deckung. Wo ist Ray hin? Oh. Du, Ray. Du bist schon da, um mir zu helfen, oder? Na, ist er nicht. Will er auch nicht. Okay, also herbullen ist nicht so wirklich. Weil ja wieder mal zwei sind, was sehr schlecht ist. Den zweiten habe ich gar nicht gesehen. Ah, sind sowieso zu zweit. Das ist natürlich sehr schlecht. Bin schon dran. Aber leider überhaupt keine Magie, ne? Und dafür überhaupt kein Damage. Wir könnten noch probieren, die auszuweichen. Weißt du, was das hat keinen Sinn? Wir probieren, die jetzt noch auszuweichen. Echt fies, ne? Das sind alles so wertvolle Erfahrungspunkte eigentlich. Mal schauen, wie es da hinten ausschaut. Da rennen viele von denen herum. Alles nicht so prickelnd. Da. Aber vielleicht ist dieser Einzug. Dann haben wir eine kleine Chance, dass wir ihn besiegen können. Wenn Ray halt Bock hat, ihn auf ihn drauf zu schlagen. Ach, der braucht ordentlich, ne? Also ich meine, der verträgt ordentlich, so muss ich sagen. Aber jetzt geht's, jetzt krieg ich mal was aufs Maul, das passt schon. Ich sollte mich auch mal... Ah, na, da ist echt ein zweiter, ne? Oh, ist der hergekommen? Boah, ist das übel.
Es würde gehen, aber der eine... Nee. Das ist echt mühselig. Das ist richtig mühselig. Halt, was war das? Was war das jetzt? Eine Mine oder was? Es ist zum Mäusemelken. Es ist einfach nur zum Mäusemelken. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie wir an diesen Deppen da am besten vorbeikommen sollen. Ja, würdest du... Wie wir da am besten vorbeikommen sollen, meine ich. Wir könnten probieren, aufs Haus raufzukommen, aber... Es wäre eigentlich besser, die Alps auszuschalten, einen nach dem anderen. Am besten mit dem da unten beginnend. Das ist echt ein bisschen eine doofe Geschichte. Das ist so komisch. Warum? Der müsste ja schon längst weggegangen sein. Ma, das ist übel. Und der Part ist auch vorbei. Wir haben wieder nichts geschafft. Ah, das ist blöd, echt. Ach ja, was soll man denn machen? Dann ist es halt eben so. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!